Ne? Ja, hat jetzt Strom bekommen. Super. Ich möchte mich wirklich mal darauf interessieren, ob hier Leute parken. Hier parken wirklich Leute. Welches Kinder? Ich wollte nämlich, upsala, von diesen, ja, aster Weg, von diesen, nee, als weiter, zu der Straße hin, Fußwege bauen, sodass die auch rüberwandern können. Und dann zu ihrem Haus gelangen können. Könnte man ja so einrichten. Zumindest für die dort vorne. Das war es jetzt erstmal von mir. Einerseits mit dieser Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier in der noch namenslosen Stadt. Ich hoffe, ihr findet schnell einen Namen für diese Stadt, weil ihr seid ja sehr einfallsreich. Ich zeige es jetzt nochmal hier im Großen und Ganzen im Sonnenaufgang. Und schalten mal dazu 1 und drücken Ende. Und noch ein bisschen ran. Zoomen. Wir haben hier jetzt ein großes Arbeiterproblem mal wieder. Hier unsere Siedlung und die Siedlung hier oben. Das gefällt mir am besten mit. Vor allen Dingen, weil das hier ein bisschen so kreisförmig strukturiert ist. Das ist natürlich sehr eben. Das gefällt mir natürlich noch besser. Ja. Hier hinten das Gewerbegebiet, das sieht auch richtig hübsch aus, wenn der Boden nicht so verschmutzen würde und das nicht so starke Probleme wären. Bevor ich das aber nächste Folge vergesse, tue ich das hiermit verbinden und baue noch schnell eine Abfahrt hin. Upsala. Von den Kreisel hin. So. Und baue hier vorne. Bisschen komisch gelöst, wenn ich ehrlich bin. Warte mal. Eins mache ich mal schnell. Ich kann diese ja kaufen. Ich kann sogar noch eins kaufen, aber das mache ich jetzt nicht. Na gut. Nur so herrlich. Wenn man dann jetzt hier sozusagen ja, so und dann drehen. Genau so. Wenn man jetzt hier dann noch das so einrichtet, dass man oben. Nach unten. So. Und
Genau. Das hier. Ja, das führe ich erstmal so weg. Ah, nee, das ist falsch. So, B. Das ist falsch, weil mein Pferd da ist so aus. Okay. So. Dann fährt man so hier. Dann mache ich das so. Und hoch. So. Fahr hier rüber. So rüber. Nach unten. Und habe verkackt. War jetzt gerade ein bisschen Humbug, ja. Kann das sein? Ja, baue ich. Ich baue Humbug. Muss jetzt hier. Noch ein höher. Den setze ich da hin. Hast du das rein? Ja, super. So platzsparend bauen wie noch nie. Runter. Runter. Da war's. So, da kann man dann so drauf fahren auf die Stadt. Boah, wie das ausschaut, ey. Ist ja der Hammer. Dann haben wir jetzt alles. Wir fahren von hier raus, können auf die Straße. Wir können von hier aus dahin. Also, das haben wir schon mal gelöst. Und wir können von hier aus wieder auf die normale und von hier aus nochmal hier hin. Eigentlich klappt so alles, wie ich mir das gerade erhofft habe. Weil wenn man jetzt hier rausfährt, fährt man hier raus und fährt dann wieder hier rein. Das bedeutet, wir können hier schon mal. Ein zu steiles Gefälle bauen. Also das hat schon mal geklappt. Jetzt müssen wir hier hinten nur noch eine Abfahrt finden. I zum Bleistift. Na, mit der schon eine Müllverbrennungsanlage? Nee. Müssen wir noch eine zweite bauen? Geht nicht anders. Darum meckern die hier mit Müll. Da müssen wir hier. Nee, das gibt's ja noch gar nicht. Schade. Ja, dann müssen wir es so machen. Hier fahren die so drauf. Und die wollen ja hier auch runter. Ne, da muss man schon ein bisschen eher anfangen. Fangen jetzt mal hier an. So. So. Fahren die hier runter. Natürlich an der gegenübergelegenen Seite wollen die hier auch runter. Machen wir das so.
dass die hier runterfahren können. So, fahrt ihr runter. Und hier wieder rauf. Und hier ist was am Strom. Das ist ja alles soweit so gut verbunden hier. Können wir das Stück ruhig abreißen? Oder wir verbinden das damit. Da verstehe ich gerade mal die Logik nicht dann. Okay. Wir speichern das Spiel in Let's Play. Let's Play Staffel 2 und dann das Datum. Heute ist der 21. November 2015. Haken rein, speichern wir das Ganze, wird verpackt und ich sage Tschüss. Ciao, euer Cedric SSTV. Tschüss.